Hey, Schuss, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot. Das habt ihr jetzt sicher erwartet, dass ich hier gecuttet habe, ne? Das habt ihr jetzt nicht erraten, das hättet ihr jetzt nicht gedacht, dass ich so diesen Stunt ziehe. Witzigerweise, ich hab's trotzdem gemacht. Da werdet ihr leider mit leben müssen. So verkissen. Ach, was schade ist, ich mag Rasaf irgendwie. Rasaf ist an sich cool. Es rast und saft. Es ist wie ein Mundtier, nur rasig und saftig. Willkommen, euer Karatemeister und leite die Poké-Arena. Und mir rauer Gut kennt keine Gnade. Los geht's. Fetz dich. Na, 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 da, 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 da. Kügli. Ich wollte gucken, weil ich habe einen großen Fuß. Kickli sieht eher so aus, so, guck mal, das ist mein Fuß. So sieht das eher aus. Oh, denn das ist die große Frage. Nocturne. Oh Gott, ich nehme Kickli. Nocturne, du siehst ja schrecklich aus. Alter, dein Sprite sieht ja scheußlich aus. Alter Verwalter. Arg, ich wurde geschlagen. Ja, gerade würde ich trotzdem pflegt dich an, unser Leben Trophäe mitzunehmen. Also jetzt gebe ich dir preisgekröntes Kampf-Pokémon. Wähle eins der beiden aus. Wir nehmen Kickli und nennen es Sanji. Kickli! Ich möchte Kickli einen Spitznamen geben. Ich nenne es Sanji. Weil Sanji ist cool. Sanji wurde auf dem PC Box 2 transferiert. Ist gut so. Zeig mal deinen Fuß da. Boah, ja. Miesester Cliffhanger für die Leute auf YouTube. Da werden die sowas von mit leben müssen. Sanji, bester Dude. Aber gut, jetzt müssen wir ja mal gucken. Wir müssen Dinge tun. Hat irgendeiner von euch Schaden? Nö, alles gut. Sanji war dieser kickende Dude aus One Piece. So, das kann hier dauern, bis wir hier fertig sind. Das kann hier echt dauern, bis wir hier durch sind. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wie das hier ging. Ich weiß nur, dass das ein Riesengebiet mit ziemlich vielen Dudes ist. Ey, klar, was machst du denn hier? Zocken, Zicken, Streitern, oh Gott, wie viele hast du denn? Boah! Level 25? Wirklich? Alter, ich hab meine Viecher für das Ganze auf Level 40 gerallt. Und du kommst mir jetzt mit sowas. Versucht Schlafpuder zu erlernen. Nee. Nee, komm. Brauchen wir nicht. So, super. Da können wir ja auch mal andere Leute mal wieder ein bisschen was machen lassen. Da können wir auch Gobbeltasse immer wieder hinstellen. Gobbel, Quatsch hier. Golbat ist einfach nur Nightmare Fuel in dieser Edition. I tell you. Ja, du hast absolut nichts zu melden. Es ist nicht effektiv, ich weiß, aber ich tu mal so, als ob du was zu melden hättest, ja? Nani? Oh shit, 99 Bits. Vielen Dank um die Ecke, Beatlog. Lord. Ja, wobei mit Gobble, das dauert ja hier ewig. Die Queen. Wobei Zunder könnte es auch machen. Weil die Queen kannst du überall hinschicken. Ihr gebt ja nicht mal richtig Erfahrung. Ihr seid eigentlich nicht mal wert, dass ich sowas überfahre. Geh! Weggebasht! Ich meine, ist es irgendwie Plan, dass man hier vorher rein soll, bevor man Koga bekämpft? Das Gefühl bekomme ich nämlich langsam, dass ich hier Sachen out of order mache, dass ich hier hätte schon längst sein sollen. You know? Ich meine,
Ich werde versuchen, mir die Legendären zu holen. Die Betonung liegt dabei auf Versuchen. Also ich werde jetzt hier nicht hier das machen, was wir alle als Kinder gemacht haben. Also vorher speichern, wir haben es nicht gefangen, neu laden. Das werde ich nicht tun. Aber ich werde versuchen, mir die Viecher zu holen. Aber höchstwahrscheinlich werde ich sie auch nicht einsetzen. Wäre ein bisschen broken. Ja, aber ich wollte nämlich sagen, weil das, was ich hier an... Die Viecher, die mir hier entgegenkommen, die scheinen ja, die sind ja nicht mal... Ne? Und dann hat Koga einfach so ein Level 40 Vieh. Nö, Lapras lasse ich hier liegen, das ist mir nicht wert. Mann, ich hab die Queen. Die Queen kann sowas auch. Magneton. Ich muss gestehen, ich habe als Kind immer gedacht, in der ersten Gen, bevor die zweite Gen rauskam, habe ich immer gedacht, Magnetilo wäre auch Typ Stahl, obwohl es Typ Stahl da noch gar nicht gab. Ich war ein dummes Kind, lasst mich. Wie schlecht, Herr Specht. Immer, ihr gebt mir schön Geld. Oh ja. Giovanni hat auch Viecher Level 40, ne? Ja, wunderbar. Das ist echt egal, was du machst. Aber hier hast du wenigstens noch einen Haufen Trainer, um dich irgendwie Richtung Level 40 zu kriegen. Deswegen, das hätte man ja schon vorher machen können. Ich muss mal Rin Mei Mei von der Front wegholen. Die ist jetzt schon 43, ey. Während die hier alle, ne? Oh, Lektoball. Ah, ein Job für Sui. Hey, hey, Mann. Raise the roof. Hier haben Stein. Ich hätte einfach Erdbeben machen sollen. Das muss denn das jedes Mal sein? Ihr blöden Viecher. Ihr scheiß beschissenen Viecher. Aber hast du ne? Das Silfko-Gebäude ist ein wahres Labyrinth, nicht wahr? Das ist es wirklich. Da ist besonders stolz drauf, oder was? Arschgeige. Blöde. Hab ich Silfko schon erledigt? Alter, ich hänge seit Jahren drin. Ich hab Hunger. Vor allem, die Silfkops sind so weit, dass sie Teleporter besitzen. Das ist immer noch das Merkwürdigste, ne? Bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Der berüchtigten Rocket-Brüder. Ich hab Rennen immer noch vorne, ne? Ja. Macht nix. Ich meine, jeder hier könnte... Ne? Golbat. Ja, komm. Golbat, das kann hier... Das ist ein Job für Zunder. Das Ding ist so disgusting, das muss verbrannt werden. Es ist schade, dass wir bis Level 50 und weiter kein Akani haben können. Aber ich will endlich einen Akani haben eigentlich. Aber sonst kriege ich keinen Flammenwurf und Flammenwurf ist wichtig. Hat er gerade nach dem... Och, komm, Zunder. Stell dich nicht so an. Ich bin schon verwirrt, you twat. Wieso hat der Arsch eigentlich zwei Angriffe, die einen verwirren können? Kung-Fu-Strahl und Superschall. Ja, brenne. Alter. Boah, boah. Nö, weißt du? Nö. Nö. Fuck you. Fuck you. Ah. Okay, Feuersturm, ja. Feuersturm könnte ich in der Stadt kaufen. Guter Punkt, aber... Flammenwurf ist zuverlässiger. To be honest. Außerdem, in welcher Stadt? Wo kann ich Feuersturm kaufen? In Fuxania? Weil wenn ja, dann muss ich dem... Oh, fuck you! Muss ich demnächst... Was war das denn?
Ja, dann müssen wir wahrscheinlich demnächst nochmal einen Abstecher nach Prismania machen. Moment, sicher? Ich meine, ich war da. Und ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, hier irgendwie ein Dings gehabt zu haben. Kann man hier nicht kaufen, das bekommst du von Pyro. Ach! Auch nicht schlecht. Ich meine, von Pyro das Ganze zu bekommen, aber das ist ja auch noch ein bisschen hin. Vielleicht ist Fukano bis dahin ein Arcani, who knows. Ich muss Rinnen jetzt mal von der Front wegholen, ey. Ich pack jetzt Gobble dahin. Gobble-Floor. Kaiju Nummer 2. Endstation, bei hier kommst du nicht weiter. Sagt wer? So ein Typ mit einer Peitsche oder was? Yeah! Gobble-Floor. Wieso habe ich übrigens... Na okay, ich weiß warum, weil ich auf sowas stehe. Aber ich habe einfach zwei Kaijus in meinem Team. Einfach Gobble und die Queen. Das sind einfach mal zwei Kaijus. Und so sollen sie auch portiert werden. Als Kaijus. Als mächtige Kreaturen. Gobble weniger, aber die Queen halt. Oh, guck mal, ein Zubat. Apropos Pyro, ich bin ja gespannt, was da dieses Mal für ein Glitch rauskommt. Wie kannst du es wagen? Lutsch! Activate Zug. Das war eine dumme Idee, ich weiß. Goddammit. Machen wir so. Die 100% Crit-Chance wird's schon tun. Volltreffer. Alter. Oh mein Gott, wie viele von diesen Viechern haben die eigentlich? Das Ding sieht so ekelhaft aus mit seinen Beinen auch. Alter. Kappe. Und ein Radfratz. Radfratz. Wie meinst du das mit liebster Jojo aus JoJo's Bizarre Adventure? Meinst du die Protagonisten oder welchen Part ich mal am liebsten mag? Weil mein Lieblingspart ist Part 3. Ich weiß nicht wieso, ich finde die so die Stance und alles. Wobei ich muss auch sagen, ich war ja zu Anfang ein bisschen abgetan von 4, also von Part 4. Aber dann so nach den ersten paar Folgen hat sich das ganz schnell geändert. Richtig, noch so ein Rocket-Bruder, Bilbo. Wenn wir wirklich nur Protagonisten reden, ja, ich glaube, es ist trotzdem Jotaro. Dicht gefolgt von Young Joseph. Mein Jonathan ist auch cool, aber nicht annähernd so cool wie Joseph oder Jotaro. Und Josuke ist so eine Sache. He's Kay. Da muss ich mal sagen, also Josuke war cool, aber nicht so cool. Sag mal, hast du auch andere Attacken, die nicht verwirren oder mir auf den Sack gehen? Ach, come on. Vor allem, er benutzt immer nur Verwirrattacken. Der aus Part 4, den aus Part 8 akzeptiere ich nicht. Dieser Donald Duck Cosplayer, den akzeptiere ich einfach nicht. Traumato. Da hätte ich dann doch lieber gern wen anders. Ich glaube da an den Paten. Wer kriegt das hin? Geslash! Alter, weggeschlitzt! Und Hypno, ja, das ist auch kein Problem. Gege. Bisschen Angriff boosten? Das Ding kann nur Konfusion. Tut trotzdem weh. Schlitz ihn auf. Dead. Oh, so dead. Die Technik von Opa Joseph
Du meinst die alte Familientradition des Weglaufens? Wie könnte ich die vergessen? Das ist die beste Strategie, die ein Mensch hier erfunden hat. Finde ich mal schnell in deiner Pokémon, besiege sie. Zwei davon sind Kaijus. Also, ich weiß ja nicht, ne? Ja, komm, das ist doch passend für Gobble. Weißt du, er will meine Schwachpunkte raussuchen, aber es steckt ein fucking Pokéball-Mimik in den Kampf gegen den Kaiju. Gute Idee. Na. Gobble hat da schon mehr von dieser Sorte wegradiert. Wow. Destruction. Ui. Und leer gesaugt das Ding. Magneton. Ja, kann ich hier drin lassen. Ist ja noch kein Stahl, ne? So wie der junge Schoschmann damals gedacht hat. Na, 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 na. Fuck. Hm. Ah. Das tut doch hoffentlich weh. Es ist ein Volltreffer. Jedes Blatt ist ein Volltreffer. Ihr habt mir ja gesagt, die Volltrefferquote ist hoch. Aber langsam habe ich das Gefühl, Rasierblatt kann nur critten. Es ist sein einziges Feature, zu critten. Was anderes kenne ich davon schon gar nicht. Ah, Bock, ah. Floor, shit, das ist eine nicht gute Idee. Komm, die Queen ist mir eigentlich gerade noch zu unterlevelt, Alter. Weißt du, jetzt wo ich hier, wo Rin schon Level 43 ist, ne? Hey, vom Initiative wäre zusammen. Ja, aber Gobble ist nicht so schnell. So, what the fuck? Ich meine, Gobble ist jetzt nicht dafür bekannt, irgendwie hier Supersonic Speed zu haben. So, jetzt haben wir immer den Türöffner. Jetzt können wir... fuck, Butz. Kommen wir hier nicht mal durch. So, komm. Machen wir mal so. Bingo! Der Türöffner hat die Tür entriegelt. Der Türöffner hat die Tür gediegelt. TM9. Was ist TM9? TM9 ist Body... Hatten wir nicht schon mal Bodycheck? Und das kann jeder von uns. So, jetzt heißt es nur wieder rausfinden, welche Tür ich öffnen muss, um überhaupt weiterzukommen. Ba, 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 ba. Der krumme Dietrich! Okay, sorry. Damit triggerst du mich. Das ist schlimm. Wenn ich weiß, was ich damit meine... guck die alte Aladdin-Serie von Disney. Was good shit. TM9 klingt wie Sprengstoff. Ja, doch. Alter, ich bring mein Pokémon. Stell dir mal vor, das wäre Explosion oder Finale gewesen. Bringst dein Pokémon einfach Sprengstoff bei. Ich würd's machen. Ich würd sowas durchziehen. Ja gut, ich hatte sowieso vor, dich zu Erdbebenen, also von daher. Ja, da müsste man echt Killer Queen diese Attacke beibringen, das wäre zu legendär. Ich meine, es geht doch nichts über einen Kaiju, der einfach hingeht und dich einfach sinnlos in die Luft sprengt. Ich würde es kaufen. Killer Queen. So, für Macholo. Rin ist schon so. Ist schon gut auf der Bahn jetzt, also. Ne? Gobble hängt noch ein bisschen hinterher.
Aber er arbeitet sich hoch, indem er immer critten will. Voll tot. Super dead. Und Level 40. Nidoqueen kann ja witzigerweise alles lernen. Also von daher würde es mir nicht wundern, wie ich ihm auch Explosion beibringen kann. Wenn es einen TM hier irgendwo in diesem Spiel dafür gibt. Du siehst müde aus. Komm, ruh dich kurz aus. Und gib nicht auf. Okay, dann. I guess I go then. Ich meine, gibt es, jetzt mal ohne Herz, gibt es Explosion als TM in diesem Spiel hier? Keine Idee, Guiden Smurf. Nicht du schon wieder. Ach, wirst du es hier vorbeikommen? Jetzt Team Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Habe dich in Safronia City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Ach, Gorf. Wirklich, Gorf. Meine Güte. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Das ist mein Levelsprung. Nur mal so nebenbei. Ich meine, wir springen jetzt von Level 25 bis Anfang 30 auf 37 hoch. Because why? Das Ding hält einfach mal einen Donnerblitz aus. Okay. Okay, dann. Ich empfehle sterben. Nimm das, du Vogel. Yes. More Kaiju Power. Oh, weit. Da habe ich auch. Da habe ich hier. Ne? Das Ding ist zwar mega creepy. 38, what the fuck? Alter, ist es schon klar, ne? Also, ne? Level Jumps kennt das Spiel. Fuckhead. That's what you get. Was hast du davon, Eggman? Oh ja. Das ist wieder ein Fall für Killer Queen. Bah! Wie kann er Gyarados überhaupt benutzen? Hier ist nirgendwo Wasser. Das scheint mir sehr, sehr sinnlos. Okay, es kann fliegen. Was auch merkwürdig. Wo hast du einen Simsala her? Kumpel, du hast keine Freunde. Wenn ich das mal kurz hinzufügen darf. Du besitzt keine Freunde, die mit dir tauschen würden. Und es dann wieder zurücktauschen würden. So, why? Das Ding ist schnell. Höchstwahrscheinlich ist Pate tot. Oder? Oh! Schlitz! Oh, suck dicks! Mein Crit ist cooler. My crit brings all the boys to the yard. Oh süß, du hast dir selber ein Kaiju zugelegt. Ist das jetzt Killer Queens Theme Song? Nubrox, vielen Dank für den 5 Monate Resub. Alter, der Kaiju Battle hier. Absoluter Kaiju Battle. Mein Kaiju ist auch noch besser. Fuck off, Kid. Mann, bist du cool, dass du gegen Rocket Bosser treten kannst. Also, Smurf, ich ziehe mal weiter. Pokémon erkennt, wie stark deine Pokémon sind und wie du dich entwickelst. Wird zur Pokémon-Liga die Top 4 ausstechen. Alter, er will die Top 4 stechen? Jesus Christ, Dude. Viel Glück, Smurf, und trainier schön weiter. Ciao. Nein, 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 ich verpiss mich. Gut, Team Rocket, kommen wir zu retten. Klasse, vielen Dank, nimm dieses Pokémon als Dankeschön. Ich kann's mitnehmen. Cool. Ich hab nur keinen Namen. Nesso. Keine Ahnung. Passt schon. Bleib Pokémon. Nesso wurde mittels PC. Hier ist kein PC. Sehr intelligent. Du bist ja in unserem Labor gelebt, aber bei dir bist du aufgehoben. Du Labor, sehr guter Trainer sein. Ja, es wird sich gut machen in den
unendlichen Weiten meines PCs. Vor allem, was haben die gedacht, dass du bis hierhin noch kein einziges Wasser-Pokémon hast? Hab ich die Woche schon gecheert. Ich weiß nicht, ob du diese Woche schon gecheert hast, weil ich heute zum ersten Mal streame, aber vielen Dank für die 100 Bits. Dragoso. Kein Problem für Mr. Gobble. Gobbelflor. Würde Gobbelflor überhaupt passen? Gerade so wahrscheinlich, ja. Traumato. Das ist jetzt riskant, aber ich versuch's mal. Einfach schlitzen. Hoffen, dass es killt. Nein! Der einzige Moment wurde vergiftet, ja. Aber dann nimm das Ding wenigstens mit vorher. Oh, den Crit hätten wir gerade eben gebraucht. Ein Knogger! Ich finde, Knogger sieht immer noch reichlich merkwürdig aus. Nur mal so, Knogger sieht wirklich merkwürdig aus im Sprite. Man muss aber dann wieder sagen, in der zweiten Gen haben sie die Sprites echt um einiges verschönert. So, da sehen die Viecher um einiges cooler aus. So, aber... Na komm, gönn dir. Weil dich werden wir gleich sowieso brauchen.